geschafft! Gott sei Dank! Ich habe an mein Mikro geklopft und gehofft, dass es jemand bemerkt. Geht es Ihnen gut? Ja. Wo sind die anderen? Kirkland ist tot. Aber Fischer lebt. Er ist bei der Absturzstelle. Er hat ein gebrochenes Bein und braucht Hilfe. Ich sehe mich nach Vorräten um und gehe dann zurück. Bleiben Sie dort, wenn Sie angekommen sind. Wir suchen das Shuttle meines Vaters. Viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Vorsicht! Irgendwie darüber. Ja, vielleicht. Nein, empfängt mich jemand! Cora, wir hören Sie! Sie leben! Wir reparieren gerade das Shuttle, aber wir sind umzingelt! Die sind nicht freundlich. Wir sind unterwegs. Der Nachtpunkt ist markiert. Erledigen Sie sie, Ryder! Bin schon dabei! Suchen Sie sich Ihre Ziele! Davon gibt sie mehr als genug! Ich habe einen erwischt! Okay, das wäre geklärt. Die Kavallerie war also noch rechtzeitig hier. Schön, Sie zu sehen. Gleichfalls, Harry. Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. Ryder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Haben die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Nicht wirklich. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Wie war's bei Ihnen? Wir hatten keine Zeit zu plaudern. Erregt. Sind das Hunde? Schön wär's. Sie könnten sich irgendwie tarnen. Sie verarschen mich doch. Melden Sie sich. Ich bin hier. Ich lebe noch. Hier. Anwesend. Ich krieg diese Dinger nicht ins Visier. Es sind zu viele! Schießen Sie einfach weiter! Wir schaffen... Das reicht, Liam. Ich weiß, aber Sie haben Kirkland getötet. Ich verstehe Sie, aber bleiben Sie ruhig. Jetzt geht's mir besser. Was ist mit den anderen? Fischer wurde verwundet. Aber Greer ist bei ihm. Unser Shuttle wurde zerstört. Leute. Sie ist verletzt! Entdeckung! Entdeckung!
Antibiotikerin sind. Keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Vor dem Angriff konnte ich unser Comm-System reparieren. Das rettet uns das Leben. Ruhen Sie sich jetzt aus. Sam, bist du da? QVK-Link eingerichtet. Bestätige es, Scott. Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Cora. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zur Arche. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant. Wir haben keine Wahl. Hier unten ist es auch nicht besser. Wir sind nichts weiter als menschliche Blitzableiter. Nicht, wenn wir die Blitze abstellen. Wie meinen Sie das? Ich habe eine Idee. Komm zu meinen Koordinaten, dann... Verdammt, Sie haben mich gesehen! Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar? Ich kann Sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir. Sam, hast du die Position des Pathfinders? Ich markiere den Nav-Punkt auf der Karte. Sieht aus, als wäre es in der Nähe. Beeilen wir uns. Wir müssen dort sein, bevor der Sturm losbricht. Keine Umwege. Was wollte sich mein Vater ansehen? Reden Sie keinen Unsinn. Er hat versucht, mir über diesen Turm herauszufinden. Und jetzt kein Wort mehr. Nun, laut Nav-Punkt ist er dort ganz in der Nähe. Seien Sie vorsichtig. Die Sturmfront wird bereits intensiver. Schön, dass du wieder da bist, Sam. Wie wär's beim nächsten Mal mit guten Nachrichten? Die feste Entscheidung, mein Sohn. Ryder, Ihr Vater steckt in Schwierigkeiten. Sag, wir müssen ihn finden. Sie sollen nicht reden. Wir müssen den Pathfinder finden, und zwar schnell. Sam hat recht. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, diese Stangen. Sie ziehen die Blitze an. Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. Geht's das zu werden schon? Ah, okay. Hier sind Leichen. Und diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Brandmunition. Mein Vater war offenbar fleißig. Er war ein N7. Mit denen ist nicht zu spaßen. Die Seelen in irgendwelchen Menü verschiedener genetischer Eigenschaften. Hinweis auf den ersten Infektion. Okay. Jedenfalls sind wir hier die Aliens. Diese Stangen waren eine ziemlich clevere Idee. Nur so kann man hier überleben. Und indem man auf alles schießt, was sich bewegt. Wir sollten hier weg. Wir sind nah dran. Dem Nav-Punkt zufolge ist mein Vater da oben. Hi, Dad. Sir. Kopf runter. Kerle. Besucher wie wir. Ich denke nicht, dass dies ihr Heimatplanet ist.
Ja, da war ein verlassenes Labor. Sie haben diesen Ort offenbar erforscht. Gut, du hast tatsächlich was erkundet. Bisschen Entdecker? Deshalb sind wir doch hier, oder? Um das Unbekannte zu erforschen. Ja, aber bei all dem hier kann man das leicht vergessen. Wem sagst du das? Sir, Sie sagten etwas über die Blitze. Die Energiewolke, die die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedbackschleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Das passt zu einer Höhle, die wir entdeckt haben. Die Pflanzenwelt darin war vor dem Sturm geschützt. Klingt logisch. Und ich denke, wenn wir da reinkommen und den Turm abschalten können... Verschwinden die Blitze! Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Dann mal los. Riskant, aber was bleibt uns übrig? Wir müssen da rein und es versuchen. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Wenn Scott bereit ist, bin ich's auch. Wir riskieren aber, dass der Konflikt mit diesen Typen noch weiter eskaliert. Das heißt, wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Naja. Zu der Struktur vorrücken. Sam, lade Kampfprofil. Lassen wir besser die Finger davon. Sam, Bioverstärker Interface. Wir müssen unsere Flanken im Auge behalten. Nicht, wenn wir immer in Bewegung bleiben. Sie dürfen uns nicht einholen. Weiter so! Wie schafft Ihr Vater das alles? Bereit? Wir gehen da rein! Okay, wir schaffen das! Es ist nicht mehr weit! Wo müssen wir hin? Bis ganz nach oben! Und was dann? Das wissen wir, wenn wir da sind! Verdammt!
Das hat wehgetan. Oh, Sam, gib mir das Technikerprofil. Alle zu mir! Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken frei. Sie haben ihn gehört. Wir haben es geschafft. In einem Stück. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss durch die Tür da drüben. Was jetzt? Ich muss die Sprache entschlüsseln. Da kommen noch mehr! Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke! Wo sollen wir uns positionieren? Alles klar! Verstanden! Achtung! Ich sehe Bewegung! Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen! Das schaffen wir nochmal! Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns! Ich werde gerade erst warm! Die meinen es ernst! Analysiere mögliche Eingaben. 25% entschlüsselt. Beeil dich! Die Zeit wird knapp! Halten Sie beide Seiten! Sie dürfen nicht durchkommen! Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Keine Ahnung. Also? 50% entschlüsselt. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Das sehe ich selbst. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwerten. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Ich glaube, den habe ich richtig verärgert. Könnte daran liegen, dass ich ihm ins Gesicht geschossen. Kommen Sie voran, Sir? Die Entschlüsselung ist zu 75% abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft! Nur noch ein bisschen länger! Sie ziehen sich zurück! Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam! Entschlüsselung abgeschlossen. Geschafft! Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Verdammt, sie klemmt. Ich muss mir das ansehen. Scott, ich brauche hier deine Hilfe. Schon okay. Gehen Sie. Wir halten hier die Augen offen. Wir müssen diese Tür öffnen. Leg dich richtig ins Zeug. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Bisher hat nichts auf diesem Planeten zugehört. Sei einfach vorsichtig. Du bist doch nicht etwa besorgt. Ich verrat's schon keinem. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen.
Unfassbar. Es funktioniert. Oh. Geschafft. Perfekt. Genau das brauchen die Leute. Mehr brauchen die Leute auf der Arche auch nicht. Nur ein klein wenig Hoffnung. Mag sein, aber noch liegt jede Menge Arbeit vor uns. Gehen wir zurück zum Shuttle und... Sofort! Eine Notexfiltration! Geschätzte Ankunft in 3, vielleicht 4 Minuten. So lange haben wir nicht. Atme tief durch. Was hast du? Ich leite den Transfer ein. Das Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen zurück. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Was ist mit den anderen? Hat das restliche Team überlebt? Hey, sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern! Ryder ist wach! Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater... Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir leid, Scott. Ich weiß, das ist ein Schock. Er war ein Held, ja. Er hat sich geopfert, um das Team zu retten. Wir alle stehen in seiner Schuld. Er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf Sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber... Sie sind der neue Pathfinder, Scott. Ja, ist das ein Witz? Auf der anderen Seite bleibt uns ja keine andere Wahl, aber... Weil es ist ja eh schon so.
Wow. Okay. Wenn es so sein muss. Nur keine falsche Bescheidenheit. Sie kriegen das hin. Cora. Es war seine Entscheidung. Und ich respektiere sie. Aber die Aufgabe des Pathfinders ist eine große Verantwortung. Sind Sie dafür bereit? Im Blut, ne? Naja, ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Genau wie Ihr Vater. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in Ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer Ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Ach ja. Der Zustand Ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie Ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit Ihrem Vater. Der Kanal? Er hat mir nie was davon erzählt. So konnte ich ihn besser verstehen. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben die Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein.
Dreharbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder.